Willkommen zurück zum LS17 Forst. Ich bin gerade dabei, wieder Holzstämme zu laden. Aber dieses Mal sind es ja 7 Meter. Und die sind ein Tickchen zu lang. Aber es passt. Weil die passen genau auf den Container. Weil der Container ist ungefähr 7 Meter. Ah, sag mal genau 7 Meter. Aber die passen genau rein. Ich wollte ja eigentlich Bäume pflanzen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Er sagt mir immer, fällen Sie ein paar Bäume. Oder es gibt zu viele Bäume, fällen Sie erstmal ein paar. Vielleicht kennt jemand das Problem. Es sind zu viele Bäume auf der Map. Ist ein bisschen doof. Muss jetzt irgendwie mal gucken. Ich werde dann jetzt erstmal weiterfällen. Und mal gucken, ob ich denn irgendwie nach und nach erstmal dann ausprobieren. Mal gucken, ob ich zwei nehmen kann. Weil jetzt dadurch, dass die ja 7 Meter sind, sind sie ja auch schwerer. Und er neigt sich manchmal ganz schön. Wir sind jetzt im Moment. Frühlingsmitte. Und es ist 6 Uhr morgens. Quasi der frühe Vogel fängt den Baum. Weil die Stämme werde ich erstmal wieder weiterhin verkaufen. Weil das Sägewerk, das alles, das verbraucht gar nicht so viel. Alles so noch bei 80%. Ja, wohin eben oben gesehen habe, jetzt 76.000. Aber Kredit muss ich auch noch ein bisschen zurückzahlen. Oh. Ah, ich muss mal zusehen, dass ich die Tank. Oder ihm hier zumindest. Oh, hätte ich doch die beide hinstellen können. Ich will mir auch gerne später noch eine zweite Fabrik für Paletten. Aber ich habe ja noch diese 300.000 Euro Miese bei der Bank. Muss ich auch mal gucken, dass ich das zurückzahle. Aber Stück für Stück. Hat ja auch mal runterkommen von den Zinsen. Ja, vielleicht kann ja jemand helfen, weil das hier ist mit den Bäumen. Vielleicht stehen hier echt zu viele Bäume auf dieser Map. Weil ich hatte. Ich dachte vielleicht hier bloß in diesem Waldstück, wo ich die Bäume pflanzen wollte, zu viele stehen. Dann habe ich das mal auf einer Ackerfläche einfach ausprobiert und da kam das Gleiche. Kann ja eigentlich nur sein, dass zu viele Bäume hier sind.
schlecht abgelegt. Dann machen wir erstmal dies. Mal gucken, ob sie das Problem denn demnächst. Alleine löst. Vielleicht könnt ihr mir helfen. So, einer. Oder halt. Gucken, ob ich das denn eben mit platzierbaren Bäumen mache. Wenn sie das gar nicht löst. Das war denn nicht ganz so. Und dann könnte ich vielleicht überlegen, wirklich diese Birken mit reinzupflanzen. Also in platzierbaren Form. Weil die gibt ja schon. Und dann bekomme ich ja eigentlich doch diesen Mischwald, den ich gerne haben möchte. So drehen wir den mal. Aber erstmal eins nach dem anderen. Erstmal ein bisschen Geld verdienen. Dann werde ich auch mal gucken, ob ich das. Ja, ich glaube mal, den Kredit muss ich auch mal irgendwann zurückzahlen. Da mal runterkommen. Ich hatte ja mal ausprobiert, ob, wenn ich den Container rappelvoll mache, ob das den überhaupt noch hebt. Und das Geld, weiß ich gar nicht, was habe ich bekommen? 27.000 pro Container? Und ist ja wie gehabt, diese kleinen, was jetzt da so noch liegt. Das wird dann wieder in den Häcksler geworfen. Und es abladen ist auch wieder sehr gut. Also die Container, die haben was. Aber da war ich gerade drin. Muss das handeln, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, nehmen wir den hier auch noch mit.
halt, ich gucke ja auch wirklich noch, ob vielleicht mal in platzierbare Form andere Produktionszweige gibt. Oder vielleicht nicht direkt aus den Holzstämmen, sondern vielleicht nachher, dass man Bretter macht und die Bretter weiterverarbeiten kann. Vielleicht finde ich auch mal irgendwas. Halt, rückwärts, nicht vorwärts. Ich werde dann, wenn ich die nachher abhole, die beiden Container mit Stammholz. Ich die anderen beiden Container auch wieder herbringen. Und halt eben das Holz, was im Hexer kann. Hier die beiden Container dann hinstellen. Nee, oh, war so ein Dünner. Und noch ein bisschen Duster hier im Wald. Na, ist auch morgens um 6. Sag mal gegen 6. Ich muss mir auch noch irgendwie überlegen, wie ich die Fahrzeuge tank. Zumindest die beiden hier, den Scorpion King und den Buffalo. LKW oder so kann ich ja direkt an die Tanke fahren. Alles so dünn Kram. Wohl. Der geht auch noch. Weiß ich nicht, passt das noch?
darauf. Die beiden denn dann in Mitte. So. Da muss er jetzt ganz schön. Nochmal hier. Ach, das war klar. Schön alles hier reinstapeln. Na, 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 na. So.
Der Fasssagen dann noch ein und dann auf die beiden verteilen. Das müsste dann voll werden. So. Würde ich sagen. So, ich werde denen jetzt noch die voll machen. Und es juckt. Ich werde die jetzt noch voll machen. Dann werden wir die auch später abtransportieren. Und ich glaube mal, das würde ich dann auch. Den Abtransport werde ich dann in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Ansehen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag oder Abend. Macht's gut.